Oh. Ich spawn und bin meistens schon tot. Ich stehe auf 9-0. Weiß nicht mal, wie er okay, da oben sitzt mit der Auto. Ah, ich bin 10-0 gestartet. Ah, wer spielt denn da mit dem Harp? Kommt raus. Wer hat denn jetzt schon Harp, Digga? Ich bin eine 14-0, Alter. Lol. 18-0. Ich stehe 6-6. Ich hab grad einen guten Lauf. Auf die andere Seite kommen, ich will meine Nuke machen jetzt. 17er. Ich habe jetzt endlich mal eine Drohne, Leute. Und am Flugzeug. 18er. Erste Runde mit der Waffe jetzt wieder. Scheiße, kommt der nächste Bastard. Bin auf 19er. Flugzeug sind 2. Bin auf 20er Streak. Bin auf 20er. Und am Flugzeug, und am Flugzeug. Ja, ich muss mal gerade Spritze drücken. Bei dir kommt einer rein. Okay, linke Seite, gelber Container, einer. 21er. Ich hab noch. Wo sitzt denn du? Oh ne, der weiß, wo ich bin. Flugzeug 3, Leute. Kommt hinten raus. Ja, 22er, dann kommen sie zu zweit. Ich hätte wegbleiben sollen. Verdammt, Alter! Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Call of Duty Black Ops Cold War Video. Mein Name ist Tarkov. Und ja, es ist ein bisschen länger her. Und ja, ich hatte jetzt viel anderen Kram vor. Wir waren auf Twitch aktiv, aber ich schulde euch auch endlich wieder Multiplayer-Content. Und deswegen heute die stärkste Waffe im Spiel und Runden, die mich tatsächlich zweifeln lassen, was SBMM momentan scheinbar macht. Denn meine Lobbys sind irgendwie komplett behämmert. Okay, es gibt Ausnahmen, da spielen die Gegner halt auch extrem ekelhaft. Da oben den Dermel, der nervt mich ein bisschen. Ja, und eigentlich wollte ich ja die RPD leveln. Ich habe mich dann aber umentschieden. Zum Glück. Die stärkste Waffe im Spiel, die AK-74U. Da kann ich auch. Ja, natürlich! Feindliches Spionageflugzeug im Anflug. Panik, boom! Sag doch, hier muss doch irgendwann einer kommen. Guck mal, jetzt habe ich eine bessere Waffe, du Arsch. Warte jetzt hier, bis er wieder kommt. Geil, mit seiner eigenen Pumpgun gekillt. Hoffentlich tut's weh. Und wieder. Und wieder. Jawoll, ich hasse euch. So, für die Art, wie ihr spielt. So, den noch weggemacht. Geh mal vor, Samu. Such die mal. Ein feines Samu. Feines Samu. Die Gegner. Jetzt such. Jetzt such. Such sie. Schön brav gemacht. Feines Samu. Ja, fein. Ja, feini. Fein. Ja, fein. Lauf rein. Ja, super. Ja, toll! Jetzt ekelhaft. Ja, feini. Alles sind da reingelaufen. Supi, toll. That's it. Das ist wieder unser Pumpgun-Freund. Super schön, wie das läuft. Ich bin echt ein bisschen salty vielleicht gerade. Merkt man vielleicht. Eine Drohne wäre jetzt super, Jungs. Was same.
und er wartet da. Warum gammelt man mit einer Kriegsmaschine? Ich habe euch jetzt gezeigt, wie man das Ding benutzt. Und er bleibt einfach in der Ecke damit sitzen. Es ist zum Kotzen. Gegner sind echt nicht gut. Aber mein Team ist schlecht. Sonst wäre das hier auch nicht so knapp. Das dürfte die Killcam werden. Ach komm, klaut er mir den Kill. Da wäre die Nuke, wenn ich eben nicht gestorben wäre. Oben jetzt. Hört auf zu gammeln, Mann. Gammeln ist nicht cool. Gammelt jetzt da drin, willst du mich verarschen? Alter. Wie hart kann man sich denn dann verschimmeln? Ja. Killcam auf Ansage. Ja, ich bin tryhard und will immer zu viel, aber es macht doch halt einfach Bock mit dieser Waffe. Und ich glaube, allein deswegen rasiert man relativ einfach durch die Lobbys. Wie ich die Klasse spiele, zeige ich euch jetzt natürlich auch noch. Wo sieht meine Klasse aus? Ja, ganz normal mit Pumpgun als Secondary. 6 Perks, die besten, die es gibt, meiner Meinung nach, dafür extra Gear. Auf einer MP reichen auch 5 Aufsätze. In dem Fall bei der AK-74U ist das der letzte hier Mündungsdämpfer, der letzte Lauf, der letzte Griff. Das 40-Schuss-Magazin finde ich sehr stark, weil es halt keine Defizite hat, außer Nachladetempo. Man könnte auch das getapte Magazin nehmen, hat dann aber weniger Schuss drin. Und alle anderen, finde ich, machen halt zu viele Defizite, gerade was die ZV-Dauer angeht. Und zu guter Letzt das letzte Griffband. Mit dem können wir Dropshotten zucken und haben die kürzeste ZV-Dauer. Das ist mein Setup für die AK-74U und ja, ich hätte trotzdem gern eine Nuke. Jetzt. Komm, ich nehm's dann. Nee, doch nicht. Ich brauch Kills. Oder auch nicht. Ja, das ist so ein guter Spot zum Kills fahren. Nein. Das meine ich mit. Ich hätte lieber schon auch Gegner, die Bock haben. Nö, du. Gegner sind richtig lost. Aber dann rauszufinden, was die vorhaben, wenn die so mies sind. Das ist immer das Schwierige. Was hat ein Gegner vor, wenn er absolut planlos spielt?
Wusste, wo du bist. Alter, echt jetzt? Ich hab noch nie gesehen, dass hier ein Gegner war. Noch nie. Im Großen und Ganzen läuft's ja auch nicht schlecht. Wenn ich mich in der Runde nicht blöd dran stelle, könnte das wirklich eine Nuke werden, weil die Gegner echt nicht so solide sind. Ich darf nur wieder nicht den Fehler machen, viel zu wollen. Aber jetzt da hoch. Kommt einer? Jetzt zwei. Und zwei Kills, die ich brauche. Da gehe ich weg. Jetzt sind sie hier unten. Shit. Wow, das war close. Haben gesehen. Oh ja. Wart kurz, ich weiß nicht, wo die Gegner sind. Und da sind welche. Hier wurden wir gemobst. 25-1 in der ersten Halbzeit. Das ist solide. Das ist eine Basis, Jungs. Jetzt kommt der Punkt. Wie versauen wir uns den Start nicht? Und wie kommen wir ins Game rein? Werde zu B in den Hof gehen, aber ich werde meine Mates vorlaufen lassen wahrscheinlich. Ich muss abwarten, dass die mir sagen, wo die Gegner sind. Da mal Drohne. Ich hatte jetzt vorgewarnt, das ist schlecht. It was at this moment he knew. Mann! Mit so einem Ich hab's genau gewusst. Ich mach das in einer Halbzeit oder gar nicht. Nein, jetzt sterbe ich wieder 100 Mal rein. Mann! Aber die sind halt auch... Den kannst du ja nicht zugucken, den Mates hier. Na, hol ich mir B. Das wäre die Nuke gewesen. Die Lobby war sehr einfach. Und lass uns das Ganze jetzt wenigstens gewinnen, Mann. Lol, Alter. Die Lobby ist so lächerlich einfach. Warum habe ich jetzt... Ich habe gefettfingert. Ich wollte die Kriegsmaschine gar nicht auswählen. Ich wollte die Drohne drücken, habe beides genommen. Fuck. Oh. Es ist aber die stärkste Waffe im Spiel. Da führt kein Weg dran vorbei. Wo ist denn jetzt hin? Krass. Wo seid ihr, Gegner? Hallo. Hä? Ich
Ich verstehe gerade, warum die sich nicht mehr bewegen. Mann. Oh, Alter.